Es gibt in der Boxwelt fast unzählige Verbände und damit auch unzählige Titel, die man gewinnen kann. Aber wenn dann ein Boxer mal so einen ersten grossen Erfolg landen kann, dann ist es ihm vermutlich ziemlich egal, mit wie viel Prestige dass der Erfolg oder der Gürtel, den er dann dafür überkommt, verbunden ist. Der Arnold Cercai, er selber nennt sich Cobra, er ist im Prattle daheim und in der St. Jakobs Halle Basel hat er seinen ersten grossen Schwergewichtstitelkampf geführt gegen den Adnan Rezovic und der selber sagt, er siegt bosnisch Loi. Die beiden haben bis jetzt noch keinen Kampf verloren, entsprechend spannend ist das gestern Nacht zu und her gegangen. 19 Uhr. Arnold Cercai auf dem Weg zur Basler St. Jakobshalle. In 3 Stunden geht es um den Europameistertitel im Schwergewicht. Er hat nicht so viele Kämpfe wie ich im Profiboxen gemacht, aber in seiner Karriere hat er auch mit Kickboxen und Thaiboxen beschäftigt. Und ich habe von ihm Respekt. Und was seine Schwächen sind, bitte. Also, er ist nicht so schnell wie ich. Seit 6 Jahren boxt sich Cercai nach oben. Noch ist Arnold de Cobra locker. Doch heute steht ihm der bisher härteste Brocken gegenüber. 20.30 Uhr. Sein Trainer Angelo Gallina ist schon nervös. Ein Helfer bandagiert Cercais Hände ein. In ein paar Minuten kämpft der 29-Jährige um seinen ersten großen Titel. Peter Stucki von Swiss Boxing kontrolliert, ob die Bandagen den Vorschriften entsprechen. Dieser Kampf wird für Cercai zur Stunde der Wahrheit. Der Arnold ist bis jetzt nicht getestet worden. Das ist der erste Gegner, der einen richtigen Test für ihn bedeutet. Nach dem Kampf werden wir wissen, hat er eine Zukunft oder hat er keine. Macht die Schiene nicht keine Aufregung, nicht. Es geht nur um dich jetzt. Ready, come on. Noch nie hat ein Schweizer einen Europameisterschaftstitel im Schwergewicht gewonnen. Achtung Arnold! Ja, du musst gerade hier rausstehen. Arnold! Der Cobra! ...2100 Zuschauer sorgen für Stimmung. Arnold Cercai kämpft gegen einen Bosnier. Dieser hat alle seine 15 Kämpfe gewonnen. Ja. 23 Uhr. Der Lokalmatador muss von Beginn weg einstecken. Cercai gerät unter Druck. Es ist eine für ihn ungewohnte Situation. Zum ersten Mal in seiner Karriere muss The Cobra hart einstecken. Vorbereiten, immer in der Kopfzug. Auch zu, raus, das ist. Komm aus der Mecke raus, helfen oder schupfen. Aufpassen. 10 Sekunden. Ecke vorbereiten. Ende 8. Runde. Cercais Traum vom ersten Titel scheint zu platzen. Was mag schon sein? Es ist heikel, wenn man bewegt sich. Du kannst es. Abkehren. Vollgas, dann genug Wasser. Ja. Trinken. Kurz vor Mitternacht. Runde 9. Inzwischen ist der Kampf ein offener Schlagabtausch. Die Gegner schenken sich nichts. Noch 10 Sekunden. Kampf Nummer 26 ist beendet. Der 26. Sieg. Wir schaffen weiter, das ist ein Anstoß heute. Und ich wünsche mir, dass wir mit dem Schwung, den wir heute oben gehabt haben und gespürt haben, können weiter schaffen. Es geht weiter. Arnold de Cobra! Cercai! Arnold Cercai darf sich künftig mit dem Europameistertitel der European Boxing Union schmücken. Er ist der beste Boxer der Nicht-EU-Länder.
am Kampf bin ich wirklich fast am Ende gewesen, aber sobald ich denke, dass so viele Leute hinter mir stehen, mir so eine Stimme hören, dann denke ich, nein, das geht nicht. Dank dem Sieg gegen Adnan Rezovic ist der Schweizer Arnold de Cobra Jerjai weiterhin im Fahrplan. Er will Weltmeister werden. Arnold de Cobra Jerjai, höchste Ziel muss man haben.